Lass uns gemeinsam beten. Heiliger Gott, unser Vater, der du erbarmvoll bist. Du hast viele von uns zu deinem Evangelium gerufen und hast uns mit deinem wertvollen Blut Jesu Christi unsere Sünden ewiglich reingewaschen. Du hast uns auch ebenfalls aus der ewigen Sünde errettet. Für die große Gnade wollen wir dir danken. Die ganze Gnade, die du uns erwiesen hast, wie sollen wir diese vergelten? Aber bitte lass uns immer deine Gnade nachsinnen und stets nach deinem Willen leben. Bitte hilf uns auch, dass auch in der Sommerversammlung dein Wille geschieht. Auch jetzt wird das Evangelium verkündet. Bitte gib auch dem Pastor die Kraft, die Weisheit, sodass dein Wille erfüllt werden kann. Und auch für die Beratungsgespräche, auch für die Predigten und auch für alle Leute, die sich dort einsetzen. Bitte hilf, dass die Menschen errettet werden können. Und auch die ganzen Fragen, die sie in ihrem Herzen haben, lass sie diese beantwortet kriegen und mit Freuden wieder nach Hause gehen. Und lass uns auch mit dem Heiligen Geist auch in dem Herzen berührt werden. Bitte sei auch bei uns in dieser Stunde und dies alles haben wir gebetet im heiligen Namen Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam den Lobpreis hören.
Wollen gemeinsam Sprüche, Kapitel 24, aufschlagen. Vers 1 bis 22, Sprüche 24. Beneide böse Menschen nicht und begehre nicht, mit ihnen zusammen zu sein. Denn ihr Herz trachtet nach Zerstörung und ihre Lippen reden Unheil. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Ein weiser Mann ist stark und ein verständiger Mensch nimmt zu in seiner Kraft. Denn durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Die Weisheit ist dem Narren zu hoch, er tut seinen Mund nicht auf im Tor. Wer vorsätzlich Böses tut, den nennt man einen Bösewicht. Dummheiten ersinnen ist Sünde und ein Spötter ist den Menschen ein Greuel. Zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Errette die zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, welcher die Herzen prüft, es erkennen und der auf deine Seele Acht hat, es wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun? Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut und Honigseim ist süß für deinen Gaumen. So erkenne auch, dass die Weisheit gut ist für deine Seele. Wenn du sie gefunden hast, so hast du eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht zunichte werden. Du Gottloser, belauere nicht die Wohnung des Gerechten und zerstöre nicht seine Ruhestätte. Denn der Gerechte fällt siebenmal, steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Freue dich nicht über den Fall deines Feindes, und wenn er strauchelt, so frohlocke dein Herz nicht. Damit der Herr es sieht und es ihm missfällt und er seinen Zorn abwendet von ihm. Erzürne dich nicht über die Übeltäter, sei nicht neidisch auf die Gottlosen, denn der Böse hat keine Zukunft und die Leuchte der Gottlosen wird erlöschen. Fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König und lass dich nicht mit Aufrühren ein, denn ihr Unheil wird plötzlich kommen und ihre beide verderben. Wer erkennt es? Sei Letzten Freitag hat die erste Sommerversammlung angefangen. Und wie ich gehört habe, haben 9.726 Leute sich angemeldet. Und da es aber so viel geregnet hatte, gab es auch bestimmt viele Probleme. Und trotz diesen Umständen wird die Sommerversammlung weitergeführt. Und jetzt gerade wird das Evangelium bestimmt verkündet. Deswegen lasst uns mit dem Herzen auch im Gebet zusammen das Wort lernen. Heute möchte ich Kapitel 24 Sprüche, Vers 1 bis 22 lernen, was es nämlich heißt, ein wahrer Christ zu sein, ein wahrer Heiliger. Und zwar kann man erstmal nachlesen, was dem Christ widerfährt und wie er zurecht leben kann. Und das ist sozusagen zusammengefasst. In Vers 1 steht geschrieben, also wer ist hiermit angesprochen? Der Sohn. Ja, in Vers 13 steht ja geschrieben, mein Sohn. Ja, in Vers 21 ebenfalls. Es wird also der Sohn angesprochen. Und hier wird es der Sohn genannt oder auch der Gerechte. Und
Wenn es den Gerechten gibt, den Sohn Gottes gibt, dann gibt es auch den Gottlosen, den Bösen. Und das, was hier in Vers Kapitel 24 hier gesagt wird, ist, wie ein wahrer Christ sein Leben leben sollte. Und wenn wir uns dieses Kapitel ganz langsam durchlesen, ja, während der Christ in seinem Leben lebt, wird er verschiedene Sachen erleben. In Vers 1, beneide böse Menschen nicht und begehre nicht mit ihnen zusammen zu sein. Ja, also es sind Gottlose, aber denen geht's gut. Das beobachtet man dann. Und gleichzeitig, die Söhne Gottes, sie erleiden viel Drangsal. In Vers 10, zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Dem Gottlosen geht es gut, dem Sohn Gottes aber, er kann in Bedrängnis sein. Es wäre ja kein Problem, wenn es allen gut geht, aber dem Gottlosen geht es gut, aber der Gerechte, er erleidet Bedrängnis und großes Leid, das kann passieren. Und während man lebt, erlebt man ja auch Bedrängnis und auch manchmal Feinde trifft man. Und Vers 10, Vers 17, freu dich nicht über den Fall deines Feindes und wenn er strauchelt, so frohlocke dein Herz nicht. Das heißt, es gibt auch Leute, die zusammen mit mir mein Glaubensleben geführt haben, aber wie ein Feind sich gegen mich wenden. Ja, und fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König, und lass dich nicht mit aufrühren ein. In Vers 21, ja. Manchmal hatte man ein gleiches Glaubensleben geführt, aber dann wird man zu einem Aufrührer. Ja. Und ich treffe auch auf Menschen, die ich missioniere. In Vers 11 zum Beispiel. Er rette die zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Vers 12. Wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, welcher die Herzen prüft, es erkennen und der auf deine Seele Acht hat, es wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun? Ja, man sieht die Menschen und denkt sich, oh, dieser Mensch braucht eigentlich echt meine Hilfe. Ja? Der sollte eigentlich errettet werden, aber ich bin nachlässig. Habe ich dann keine Verantwortung? Doch, ich habe Verantwortung. Sprüche Kapitel 24, weiterhin. Es steht auch geschrieben, was für Konfrontationen die Christen haben und wie man genau leben soll. In Kapitel 24, also als erstes, die Dinge, die man nicht tun soll, die sind hier auch erwähnt. In Vers 1 zum Beispiel, beneide böse Menschen nicht und begehre nicht mit ihnen zusammen zu sein. Beneide es nicht, wenn es dem Bösen gut geht. In Vers 10, zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Also am Tag der Bedrängnis soll ich auch nicht schlaff sein. In Vers 17, freue dich nicht über den Fall deines Feindes. Auch der mich so geärgert hat. Ja, dann könnte ich doch auch sagen, boah, geschieht dir recht, aber das soll ich auch nicht machen. Und in Vers 21, fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König und lass dich nicht mit aufrühren ein. Ja, vier Dinge, die man nicht tun soll. Und Dinge, die ich aber tun soll, Vers 3, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Das Haus wird durch Weisheit gebaut. Und so soll ein Christ, ein Sohn Gottes, gut sein Haus bauen. Und er soll die Weisheit nutzen, die er von Gott bekommen hat, um ein gutes Haus zu bauen. Also erstmal das Fundament richtig haben.
Ja, und mit kostbarem, lieblichem Gut, wenn man das alles bauen kann, wie schön wäre das? Also man muss sein Haus gut bauen können. Und die beste Methode dafür wäre, den Menschen, der zum Tod geschleppt wird, zu retten. Und zwar sagt diese Sprüche uns, dass den Menschen zu erretten das beste Werk ist, das man als Christ tun kann. Erstmal über die Dinge, die die Christen nicht tun sollen. Ja, erstmal die vier Dinge. Vers 1. Beneide böse Menschen nicht und begehre nicht, mit ihnen zusammen zu sein. Beneide böse Menschen nicht und begehre nicht, mit ihnen zusammen zu sein. Warum das hier angesprochen ist? In unserer Zeit ist es die Zeit, in der wir am leichtesten durcheinander kommen. Denn wir sind in einer Zeit, in der wir so viel Information haben und überfließen von Informationen. Jetzt ist die Frage, wo sollen wir unsere Konzentration haben? Ja, es gibt so viele falsches Wissen auch. Und in Psalm 19, 7 steht, sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Und das Wort, das im Psalm geschrieben steht, ja, sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft bis ans andere Ende. Ja, also von Tag bis Nacht bleibt gleich. Und weil die Nacht auch die Nacht genauso wieder weitergibt, gibt es keine Veränderung in der Natur. So nach der S Sintflut Noahs gab es immer Tag und Nacht. Ja. Wenn alle Menschen die Nacht sich anschauen, und egal wie viel Zeit vergangen ist, den Nachthimmel, den Noah sich angeschaut hatte, und den Nachthimmel, den wir uns anschauen, das ist derselbe Nachthimmel. Ja, also die Nacht hat sich immer selbst wiederholt. Das heißt also, den gleichen Mond, den Noah gesehen hat, den schauen wir uns auch an. Und wenn die Sonne aufgeht, alles, was dort zu sehen ist, alle Tiere, alle Pflanzen, wir sehen also genau das, was unsere früheren Menschen auch gesehen haben. Also die Natur, die Gott uns gegeben hat, die wird unverändert bleiben. Ja? Also ein Hund von früher und von heute ist gleich. Ja? Sie bellen alle gleich. Die Katzen miauen auch alle gleich. Aber der Mensch, weil er eben nach Adam gefallen ist, verändert er sich immer mehr in das Schlechte, wenn wir stille Post spielen. Ja, und dann das eine Wort dann weitergegeben wird. Und der als letztes da ist, obwohl man am Anfang das Wichtige gesagt hat, am Ende kommt nichts mehr an. Ja. Zur Sintflut Noahs, als Noah dann seinen Nachkommen gesagt hat, was passiert ist. Und je mehr die Zeit vergeht, desto mehr hat sich die Story ja auch verändert. Ja, und weil eben der Mensch tendiert zu fallen immer, deswegen verändert sich der Inhalt immer wieder. Und die Welt hat sich auch sehr verändert. Und weil wir eben in Adam geboren sind und in unser Leben leben und es gibt einfach so viele Dinge, die verkehrt sind. Wir leben in einer Zeit, in einer extremen Zeit, ja. Und wenn wir einfach nur modern in dieser Welt leben möchten, dann kommen wir durcheinander. So steht in dem Psalm Kapitel 19 geschrieben: Ende des Himmels und das Ende der Erde, ja.
Und damit ist also das Evangelium auch gemeint. Das Evangelium muss auch richtig verstanden werden. Das Evangelium, das früher Martin Luther oder John Wesley erkannt haben, war dasselbe Evangelium. Und wo sollte unser Maßstab sein? Das Wort Gottes ist vollkommen und macht auch die Narren weise, ja? Und deswegen soll man über das Wort Gottes auch Bescheid wissen. Also unser Maßstab sollte immer das Wort der Bibel sein. Die Bibel von früher und heute ist dieselbe Bibel. Wie dir Tag zum Tag spricht und die Nacht, auch die Weisheit der Nacht weitergibt. Es gibt, auch wenn Dinge sich verändern, die Dinge, die sich nicht verändern. Das Wort der Bibel. Ja. Da sollte man seinen Fokus drauf legen, dann wird es sich auch nicht verändern. Ja, aber wenn man seinen Maßstab auf was anderes legt, dann wird man durcheinander kommen. Vers 1: Beneide böse Menschen nicht und begehre nicht, mit ihnen zusammen zu sein. Was bedeutet das? Eben weil wir sehen können, dass die bösen Menschen es gut geht, ja? Deswegen begehren wir es. Aber obwohl sie böse sind, geht es ihnen gut. Ja? Könnte es sein, dass wir das Leben dieser bösen Menschen begehren und beneiden? Und wir sollen auch nicht begehren, mit ihnen zusammen zu sein. Ja, weil es den bösen Menschen gut geht, ja, vielleicht nähere ich mich dem und dann kriege ich etwas ab. Auch das soll man nicht tun. Man soll es nicht begehren. Vers 19, Kapitel 24, Vers 19. Erzürne dich nicht über die Übeltäter. Sei nicht neidisch auf die Gottlosen. Denn der Böse hat keine Zukunft und die Leuchte der Gottlosen wird erlöschen. Erzürne dich nicht über die Übeltäter. Ja, also weil es eben den Übeltäter so gut geht, erzürne ich. Aber das soll ich nicht tun und ich soll auch nicht neidisch auf die Gottlosen sein. Warum? Weil sie letztendlich zugrunde gehen. Beneide die Gottlosen nicht. Ja? Warum geht es den Gottlosen gut und die Gerechten aber, wie es geschrieben steht, zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis? Warum passiert denn überhaupt sowas? Im Psalm 73 ist der Grund geschrieben. Psalm 73 steht geschrieben, grundlegend wegen zwei Dingen. Psalm 73, Vers 1. Ein Psalm Asafs. Gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Gott ist Gott. Gott ist gerecht und aufrecht und fair. Und weil Gott Gott ist, zeigt er auch das Gute sei denen, die reinen Herzens sind. Ja, Gott ist gut gegen den, welche reinen Herzens sind. Das ist doch ganz klar. Egal was passiert, darf man in diesem Vers 1 nicht zweifeln. Egal wie sehr es dem Gottlosen gut geht, wird Gott aber das wahre Gute nur dem geben, der reinen Herzens ist. Das ist also eine klare
eine ganz klare Regel, aber die Realität sieht anders aus. Vers 2: Ich aber fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Ja, warum schaut er denn auch so genau hin? Ja, er schaut auf die Gottlosen und sieht, denen geht's so gut. Ja, und den Übermütigen hat er sich auch angeschaut. In Vers 4, denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod. Und er hat sogar geschaut, wie sie sterben. Und eigentlich sollten sie in Qual sterben, wenn sie so böse sind. Aber obwohl er so böse ist, stirbt er in Frieden. Ja, und er ist auch gesund. Wohlergeht. Er hat auch nicht so ein Leid wie die anderen und auch keine Bedrängnis wie die anderen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat das Gewand, das sie umhüllt. Ja, man sieht ja auch am Menschen, ja, wenn er hochmütig ist. Ja, und Gewalttat ist ihr Gewand. Ja, man kann es also auch schon fühlen. Ja, ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Ja, früher gab es nicht so viele fette Menschen. Ja, aber das war damals ein Zeichen für Wohlstand. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie, sie reden, als käme es vom Himmel, was sie sagen, muss gelten auf Erden. Ja, also sie sprechen Worte, die sie gar nicht aussprechen dürfen. Was bedeutet das? Sie verurteilen Gott und sprechen, was sie, über was sie wollen, aber denen geht's gut. Vers 12. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Wie kann das in aller Welt nur sein? Wenn Gott lebendig ist, ja, dann sollten solche Menschen bestraft werden und zerstört werden, aber denen geht's gut. Aber schauen wir mal den Schreiber von Psalm, wie schwer es ihm geht. Vers 13, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Er wollte immer rein leben, richtig leben, aber er leidet Schwierigkeiten. Vers 14, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Alles, was er tut, klappt nicht, ja. Warum passiert so etwas? Und deswegen hat er sehr viel Kummer. Warum wohl? Und der Schreiber vom Psalm hat Kummer und Kummer gehabt. Dann erkennt er, Vers 15, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Er hat aber es nicht ausgesprochen. Gut hat er es nicht ausgesprochen. Ja? Er hat also nicht gesagt, ja, Gott, warum machst du das? Sondern er hat es innerlich runtergeschluckt. Hätte er einfach so unbedacht gesprochen, dann wäre auch die Zeit seiner Söhne ja irgendwann da. Aber er würde eine große Schuld ihnen gegenüberstehen. In 1. Korinther Kapitel 4 steht geschrieben, damit ist die Zeit der Menschen gemeint, ja? Die Zeit der Menschen, die nicht errettet sind. Der Schreiber vom Psalm hat etwas sehr Wichtiges erkannt. Vers 16, so sann ich denn nach,
um dies zu verstehen, aber es war vergeblich Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Es war so viel Kummer und so viel, ja, so viel Kummer hatte man, aber man hat es endlich verstanden. Aber was hat man verstanden? Nämlich, dass es ein ewiges Leben gibt. Danach, Vers 20, wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Ja, im Traum, ja, da sind ja ganz komische Dinge und plötzlich wacht man auf, ja. Und genau so, wenn man den Tod überquert, dann kommt die ewige Wirklichkeit. Lasst uns mal zusammen sagen, das, was man sieht, ist zeitlich, das, was man nicht sieht, ist ewiglich. Ja, denn was sichtbar ist, das zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Jemand sagte, wenn man alle Sandkörner der Welt die Unendlichkeit wären, dann ist das Menschenleben ein Sandkorn. Ja, so könnte man es vergleichen. Ja, und wo man aus dem Traum aufwacht, ist, wenn man stirbt. Und so wie man einen Traum verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Ja, genauso wie der Herr einfach die Augen öffnet. Nach dem Tod, ja, wird es einen Tag geben, an dem Rechenschaft gezogen wird. Deswegen hat der Schreiber vom Psalm erkannt, es gibt ein ewiges Leben danach. Deswegen, dem Gottlosen, auch wenn es ihm auf dieser Welt so gut geht, wird Gott ihn erstmal so ruhen lassen. Er wird ihm alles geben, was er braucht. Ja, in Vers 18. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Ja, sie haben ihr Leben gut gelebt, also ein gutes Leben, und dann kommen sie ins Ende, ja, sind untergegangen, mit Schrecken genommen, ja, sie fallen runter und bis ans Ende. Wenn sie den Tod überqueren, dann gibt es das ewige Leben danach, das Gericht Gottes wartet. Und er hat gesehen, wie sie in die ewige Hölle fallen. Ja, und deswegen wusste der Schreiber vom Psalm, es gibt ein ewiges Leben danach. Es gibt nicht nur das Leben jetzt, sondern auch das Leben danach. Der Schreiber vom Psalm wusste noch etwas. Gott trainiert mich gerade. Ja? Vers 24. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Du leitest mich nach deinem Rat. Ja, zu erkennen, dass ich gerade im Rat des Herrn bin. Ja, das lehrt er uns. Und den Gottlosen lässt er einfach so, aber den Gerechten, der Gerechte erkennt, dass er in dem Herrn ist. Ja. Wer seinen Wehrdienst hat, ja, der wird in seinen Wehrdienst reingehen und wird wirklich viel Leid ertragen dort drin. Wenn man sein Studium anfängt, muss man mindestens seine um die 4 Jahre ja studieren. Und egal, was, ob man Lust drauf hat oder nicht, man muss den Stoff durchgehen. Wenn man errettet ist, von dem Tag an, dem ich errettet bin, trainiert mich der Herr. Deswegen wusste der Schreiber vom Psalm, ich bin in dem
in dem Training Gottes. Ja? Der Herr will mich gerade trainieren. Hiob hat auch gesagt, nachdem der Herr mich geprüft hat, werde ich hervorgehen wie Gold. Im Moment werde ich also von dem Herrn gelehrt und ich werde trainiert von dem Herrn. Und später leitest du mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Als Abraham von Chaldäa Ur herausgegangen ist, bis er zu dem Herrn gekommen ist, hat er viele Schwierigkeiten durchgemacht. Warum? Weil er von dem Tag, an dem er von dem Herrn gerufen worden ist, trainiert wurde. Und von Kanaan angefangen, was gab es dort? Erstmal gab es Hungersnot, ja, Finanzkrise. Und er ist bis nach Ägypten geflüchtet. Also er hatte auch wirtschaftliche Probleme. Und er hat auch die Prüfung des Wartens gehabt, weil er so lange warten musste auf etwas. Und auch die Prüfung seines Erstgeborenen. Ja, Gott also trainiert uns. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Das hat er also verstanden. Aus dem Grund, das Erste, beneide nicht den Bösen. Ja, der Weg des Bösen und des Gerechten ist anders, ja, schon von Anfang an. Das Leben eines Christen wird von Gott gesondert gestaltet. Psalm Kapitel 37. Vers 1. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Man soll sich nicht erzürnen über den, der Böses tut. Sondern, was soll man tun? Alles dem Herrn überlassen. Und habe Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Wir haben die Sündenlast ihm übergeben, auch unsere Sorgen, alles übergeben wir ihm. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Den Weg des Christen hat der Herr schon bereitet. Deswegen den Bösen anschauen und nicht beneiden. Sprüche 24. Vers 10. Als zweites. Zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Am Tag der Bedrängnis, einem echten Christen, einem echten Heiligen, wird der Tag der Bedrängnis kommen. Aber nur weil dieser Tag gekommen ist, soll ich nicht schlaff sein, sonst ist meine Kraft beschränkt.
Ja, ob ich wirklich heilig bin, wann kann ich das herausfinden, wenn wirklich die Bedrängnis auf mich kommt? Oder ob mein Glaubensleben gerade gut war oder schlecht war, das erkenne ich, wenn ich im Bedrängnis bin. Es sieht so aus, als würde ich immer gut sein. Ja, aber in der Bedrängnis, ja, soll man nicht schlaff sein. Ja, das bedeutet, der Tag der Bedrängnis wird kommen. Und Jesus ist zwar der Sohn Gottes, aber er hat als Sohn Gottes trotzdem Gehorsamkeit gelernt in Vollkommenheit. Er hat auf dieser Welt wirklich unaussprechliches Leid auf sich genommen. Es gibt keinen Heiligen in der Bibel, der keine Schwierigkeiten im Leben hatte. Wir erleiden zwar das Leid. Viel Kampf haben wir im Leid verbunden. Ja? Man darf niemals denken, oh, ich habe kein Leid, weil ich der Jüngste vielleicht bin. Ja? Wenn ich schlaff bin am Tag der Bedrängnis, werde ich keine Kraft haben. Ist meine Kraft beschränkt. Und wie viel Kraft ich habe, wird sich zeigen bei der Bedrängnis. Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, Vers 32. Kapitel 10, Vers 32. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden, denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güte mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut im Himmel besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Ob man wirklich in der Herrlichkeit Gottes drin ist oder nicht, das kann man herausfinden, wenn man in Bedrängnis ist. Ja, ich denke daran, wie viel Kampf ihr erduldet habt. Die Geschwister am Anfang der Gemeinden, die haben wirklich viel Leid auf sich genommen. Ja, sie haben Leid erlitten, mussten Leid ertragen, weil sie an Jesus glauben. Sie wurden geschmäht, sie wurden bedrängt. Und man hatte Mitleid über die gefangen war, weil man gefangen war wegen Jesus. Oder das ganze Hab und Gut wurde einem weggenommen. Trotzdem habt ihr es mit Freuden auf euch genommen. Ja, die Gemeinde in Smyrna hatte ja Armut. Warum? Weil sie eben an Jesus glauben, wurden ihnen die grundlegenden Dinge weggenommen. Dass ihr teils selbst zu Schmähungen und Bedrängen öffentlich preisgeben, teils mit denen Gemeinschaft hattet, den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen habt, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Ja, die Bedrängnis kommt. Aber wenn sie da ist, nicht niedergeschlagen sein. Nicht schlaff sein. Johannes Evangelium Kapitel 16. Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 33. Das hat Jesus gesagt. Wollen wir zusammen einmal lesen? Kapitel 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Jesus sagt, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Ja. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das soll man also wissen. Ja, also Bedrängnis kommt selbstverständlich. Und wenn sie da ist, denkt, es ist gekommen, was kommen soll. In der Welt habt ihr Bedrängnis, seid aber getrost. Ich habe die Welt überwunden. Auch in Apostelgeschichte 14, 22, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Bis wir in das Himmelreich kommen also, werden wir viele Bedrängnisse aufnehmen. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Es gibt all diese Dinge. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert oder Tod. Ja. Aber wenn ich schlaff bin am Tag der Bedrängnis, dann ist meine Kraft beschränkt. Als es dem David am schwierigsten ging, war es, als Absalom einen Push veranstaltet hat, ja, sich gegen ihn gewendet hat. Absalom wollte ja selbst König werden. Absalom ist schon ein komischer Name, ne? Absalom. Ja, und er will seinem Vater den Thron wegnehmen. Und David ist barfuß weggelaufen. Und da sagten viele Menschen, dass das Leben David ist zu Ende. David kann nicht mehr König werden. Die Menschen in seiner Umgebung haben ihn runtergezogen. Ja? Psalm 1. Kapitel 3, Vers 1. Psalm Kapitel 3, Vers 1. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. David war einer, der Goliath besiegt hatte. Ja, er war der Israel vereint hatte. Er war der Gesalbte und so groß. Und David dachte, alle waren auf seiner Seite. Und David erschrak, als er sah, dass Absalom, als er die Macht übernahm, dass viele gegen David waren. Ja. Mein Herr, wie viele Feinde habe ich um mich? Wie zahlreich sind sie? Ja, er ist also barfuß weggelaufen und die Leute helfen ihm nicht. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Also David sollte niedergeschlagen sein, aber er war nicht niedergeschlagen. Vers 4, aber du Herr bist ein Schild um mich, du bist meine Herrlichkeit und der Herr und der mein Haupt emporhebt. Letztendlich hat Gott David das Haupt wieder gehoben und hat ihn wieder zurück zu seinem Platz gebracht. Es kann sein, dass die Menschen mich runterziehen, damit ich niedergeschlagen bin. Und die beste Waffe, die der Teufel hat, ist eben uns niederzureißen. Ja, der Himmel ist nicht verschwunden. Auch wenn ich Schwierigkeiten erleide, ja, er lässt es mich nicht sehen, auf den Glauben sehen und will mich zu Fall bringen. Und da ist der Teufel für verantwortlich. Seid nüchtern und wacht. Ja? Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wer er verschlingen kann. Ich will mal was vorlesen. D.L. Moody, weltberühmter Missionar, sagte, Haben
Ich habe noch nie gesehen, dass Gott für seinen Zweck jemanden nutzt, der am Boden zerstört ist. Denn diese Niedergeschlagenheit wird sich, wenn ein Pastor vorne steht, auch verbreiten in der Gemeinde. Einer, der stets niedergeschlagen ist, hat niemals Erfolg in dem Werk Gottes, weil Gott solche Menschen eben nicht nutzen kann. Wenn man im Tag der Bedrängnis schlaff ist, wird man die Kraft beschränken. Was soll man tun? Freut euch alle Zeit am Tag des Leides. Römer Kapitel 5. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, steht geschrieben. Ja, wenn wir errettet sind und daran denken, wie wir in die Herrlichkeit, in den Himmel kommen, dann ist es so schön, dass wir Gott sehen werden. Ja, dann freuen wir uns doch. Ja, wir freuen uns in dem Herrn. Nicht nur das, sondern auch in der Drangsal freuen wir uns. Auch im Drangsal freuen wir uns. Das ist nämlich ein Christ, das, was ihn ausmacht. Und warum tun wir das? Weil die Schwierigkeiten, die Bedrängnisse den Menschen ausbilden, trainieren, in Stärkung. Ja. Deswegen hat man Freude daran. Auch wie schwer es einem geht, die Christen, allein wegen dem Grund, weil man eben errettet ist, kann der Christ mit Kraft leben. So gehört sich das auch. In Apostelgeschichte 16, ja, Paulus und Silas waren im Kerker eingesperrt, aber sie haben Lob gepriesen, sie waren froh. Wenn wir in unserem Glaubensleben Schwierigkeiten erleiden, dann sollten wir froh drüber sein. Psalm 30, Psalm 30, Vers 29. Diese drei haben einen schönen Gang und vier schreiten stattlich einher. Der Löwe, der Held unter den Tieren, er weicht vor nichts zurück. Das lendengegürtete Kriegsross, der Ziegenbock und der König, der mit seinem Herr zieht. Ja, und hier gibt es etwas, was stattlich ist, ja. Schönen Gang haben. Ja, ein Löwe. Wie ein Löwe zu sein. Und auch vor Bedrängnissen mutig zu sein, wie ein Löwe. Ja, oder ein Ziegenbock. Man weiß gar nicht, wie stur so ein Ziegenbock ist. Ne? Nicht im negativen Sinne, sondern das Gute daran. Ja, für den Herrn sterben zu wollen, bereit zu sein, zu sterben. Wenn ich Schwierigkeiten habe, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Wenn man mit so einer Einstellung lebe, dann gibt es keine Probleme. Das, was die Gläubigen brauchen, ist ein starkes Herz. Und den Willen Gottes zu erfüllen, braucht man dieses Herz. Psalm 31. Psalm 31, Vers 23. Ich hatte zwar in meiner Bestürzung gesagt, ich bin verstoßen von deinen Augen, doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Lieb den Herrn, alle seine Frommen, der Herr bewahrt die Treuen und er vergilt reichlich dem, der hochmütig handelt. David wurde sehr gut von dem Herrn genutzt und er war vereint im Herzen mit dem Herrn. Und das möchte er den Heiligen sagen. Alle Heiligen, nicht nur einen Teil, sondern allen Heiligen sagt er, lieb den Herrn. Ja,
Lieb den Herrn, alle seien fromm, der Herr bewahrt die Treuen. Weil eben diese Welt eine Welt voller Sünde ist, muss man, um den Willen Gottes zu erfüllen, viele Schwierigkeiten eben durchqueren. Und wenn man eben nicht dieses starke Herz hat, kann man es nicht erfüllen, den Willen Gottes. Deswegen sollen wir stark sein. Bewahrt die Treuen. Die Christen erleiden Schwierigkeiten, Verfolgung. Und indem man Jesus glaubt, gibt es viele Schwierigkeiten. Weil ich eben Christ bin, werde ich verflucht, werde ich geschmäht. Und weil es eben so ist, wenn ich versuche, mein Glaubensleben richtig zu führen, aber es gibt nun Schwierigkeiten. Aber dann soll ich nicht niedergeschlagen sein, ich soll nicht aufgeben, sondern aufstehen und mit Freuden auf mich nehmen. Zurück zu Sprüche, Kapitel 24. Vers 10. Zeigst du dich schlaff am Tag der Bedrängnis, so ist deine Kraft beschränkt. Wenn wir Christen also Schwierigkeiten erleiden, ja, dann ist es meistens so, dass die Ungläubigen unter uns, in unserer Umgebung, uns wirklich die Hölle heiß machen. Es gibt jemanden, der erleidet Schwierigkeiten, aber wegen einer bestimmten Person. Aber was passiert, wenn man einen Christen zu sehr bedrängt? Ja, dann bekommt man auch Strafen. Und jemand, der mir wirklich so viel Böses wünscht, wie es dem dann am Ende geht, ja. Kapitel 24, Vers 16. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Der Gerechte fällt siebenmal, und weil er eben Leben hat, steht er wieder auf. Der Gottlose aber, er fällt um und bleibt liegen. Vers 17. Freue dich nicht über den Fall deines Feindes, und wenn er strauchelt, so frohlocke dein Herz nicht, damit nicht der Herr es sieht und es ihm missfällt und er seinen Zorn abwendet von ihm. Jemand hat den Christen wirklich so viele Schwierigkeiten gegeben, aber manchmal gibt er auf. Und wenn mein Feind aufgegeben hat, nachdem ich errettet bin, mein Leben lebe, da gibt es viele Feinde, die auf mich kommen. Selbst Jesus' eigene Familie war ja ein Feind Jesu. Ja. Oder alles läuft gut, aber plötzlich gehen Beziehungen kaputt. Ja, auf der Arbeit, unter Eltern. Es gibt auch Menschen, die den Christen wirklich dann das Leben schwer machen. Es kann also verschiedenste Feinde geben. Dann aber, wenn mein Feind fällt, soll ich was? Freut man sich oder freut man sich nicht? Sie sollen aber nicht denken, geschieht dir recht. Ja. Warum? Weil es den Geist gibt. Ja, fallen und liegen bleiben ist ja ein Unterschied. Wir sollen uns nicht freuen darüber, denn der Herr freut sich auch nicht drüber. Denn der Herr freut sich nicht über den Tod der Toten. Egal wie sehr man dem Christen das Leben schwer gemacht hat, weil es eben einen Geist gibt, freut sich Gott nicht darüber, dass er fällt. Der Herr möchte, dass dieser Mensch auch errettet wird.
Und Saul wollte David ja so sehr töten. Und Saul stirbt aber auf dem Schlachtfeld. Und wer hat das gehört? David hat das gehört. Danach hat David seine Kleider zerrissen und hat geweint, getrauert. Steht ja auch in der Bibel geschrieben. David, wirklicher Feind, ja, Saul. Als aber Saul gestorben ist, hat David sich wirklich drüber getrauert. Er war so am Trauern. Und das ist genauso wie das Herz Gottes, die Einstellung Gottes. Wenn dein Feind fällt, freu dich nicht drüber. Ja? Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12, Vers 19. Werde ich lesen. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Rache ist bei dem Herrn. Ja. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen und wenn er dürstet, gib ihm zu trinken. Ja. Überwinde das Böse mit dem Guten. Man soll sich nicht freuen über den Feind, wenn er fällt, sondern man soll trauern, sondern auch wirklich Mitleid haben. Obadja Kapitel 1. Obadja Kapitel 1. Obadja Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 12. Du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders, am Tag seines Unheils, und sollst dich nicht freuen über die Kinder Judas am Tag ihres Untergangs und nicht dein Maul aufreißen am Tag der Drangsal. Israel und Edom. Edom ist ein Bruderstaat, ja. Und die Edomiter haben sich so sehr gefreut, als Israel kaputt ging, zerstört wurde. Und am Tag, du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders, ja, am Tag des seines Unheils. Aber die Edomiter hatten so viel Freude daran. Man soll nicht einfach nur zuschauen und einfach sich nicht darüber freuen, auch nicht dein Maul aufreißen am Tag der Drangsal. Hahaha. Ja. Ha, ha. Ja. Geschieht dir recht, Judah. Ja. Das ist nicht richtig, die Einstellung. Deswegen, wenn es dem Feind schlecht geht, soll man sich nicht drüber freuen. Und Kapitel 24 wieder, Sprüche. Als viertes. Vers 21. Fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König, und lass dich nicht mit Aufrührern ein. Denn ihr Unheil wird plötzlich kommen, und ihrer beider Verderben, wer kennt es? Hier. Fürchte den Herrn und den König und lass dich nicht mit Aufrührern ein. Also, Jesus ist der König aller Könige. Mein Sohn,
Fürchte den Herrn und den König von und lass dich nicht mit Aufrührern ein. Wenn wir unser Glaubensleben führen, manchmal führt man zusammen das Glaubensleben, aber es gibt Leute, die gehen auf Irrwege. Sie kehren den Rücken zu Gott und sind gegen die Gemeinde. Und mit solchen Leuten soll man keinen Umgang haben. Wir sollten stets auf Gottes Seite sein, auf der Seite des Herrn und sollten alles mit ihm teilen, auch im Internet. Wenn es Dinge gibt, die nicht der Bibel entsprechen, sollte ich schnell einen Haken dran machen und weg davon gehen. Es gibt die Gemeinde, die der Herr aufgestellt hat, und durch die Gemeinde tut er wichtige Dinge. Aber eine falsche Beziehung ist wirklich fatal. In der Bibel, Josaphat ist wirklich ein toller Mensch. Er ist ein richtig toller König. Aber Ahab ist einer, der gehasst wird von Gott. Aber er versteht sich gut mit Ahab. Und diese Einstellung ist einfach falsch. Das Volk Israel, das Juda, ja, sie glauben an Gott, aber Israel betet den Baal an. Sie sind ganz anders, aber sie denken, sie sind dasselbe. Ja. Zweite Könige, Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 7. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Willst du mit mir kommen, um gegen den Moabiter in den Kampf zu ziehen? Und er sprach: Ich will hinaufkommen. Ich will sein wie du. Mein Volk soll sein wie dein Volk. Meine Pferde wie deine Pferde. Südjuda und Nordisrael sind nicht wie andere. Ja, anders. Ja, und er sagt aber, dein Volk, mein Volk, die sind alle gleich. Das Volk Nordisrael ist am Götzendienen und Südjuda glaubt an Gott. Das ist was ganz anderes. Und Josaphat war mit Ahab sehr nah. Und Ahab war auch die Söhne. Ja. Und sein Sohn wird verheiratet mit dem Hause Ahabs. Und sein Sohn Joram geht zugrunde. Und auch sein Sohn Ahasia. Josaphat hat also seinen Glauben bewahrt, aber seine Kinder sind alle zugrunde gegangen. Wir sollten echt aufpassen, mit wem wir Umgang haben. Wieder zu Sprüche, Kapitel 24. Ja, vier Dinge, die man nicht tun soll, aber etwas, was man tun soll, ist ja auch erwähnt. Kapitel 24, Vers 3. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit allerlei kostbaren und lieblichen Gut. Hier wird über ein Haus gebaut, ja. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Das Glaubensleben ist ein Hausbau. In Matthäus Kapitel 7 haben wir auch heute in dem Lobpreis gehört. Ja. Der heutige Lobpreis passt auch gut dazu. Im Glaubensleben heißt also ein Haus bauen.
Und wie es in Matthäus 7 geschrieben steht, wenn man nicht auf einem Felsen baut, sondern auf Sand. Ja, es gibt auch Menschen, die bauen keine Häuser. Ja, Menschen, die gar nichts im Leben machen. Ja. Aber es gibt Menschen, sie bauen auf Sand. Machen also ihr Glaubensleben, sind nicht errettet, leben aber ihr Glaubensleben. Das sind wie Menschen, die auf Sand ihr Haus bauen. Es wird alles verschwinden. Wenn wir in den 7 Jahren Trübsal sind und alle Städte zerstört werden, alle Städte werden niedergerissen. Alles, was auf Sand gebaut ist, wird am Ende zugrunde gehen auch. Deswegen sollen wir auf dem Felsen bauen. Ja, unser Haus, wenn wir es bauen, dann auf einem Felsen. 1. Korinther, Kapitel 3. 1. Korinther, Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 10. Kapitel 3, Vers 10. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn man ein Haus baut, dann muss man auf dem Fundament Jesus Christus bauen, also erst errettet werden. Wie man also seinen Glauben, wie es hier geschrieben steht, auf dem Baumeister den Grund gelegt hat. Ja, nachdem man errettet ist, soll man bauen. Und weil Jesus der Felsen, auf dieser Grundlage sollen wir bauen. Vers 12. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, ja, es gibt also von Christen, die auf so etwas ihr Haus bauen. Ja, von den Christen gibt es einige, die ihr keine Weisheit haben. Sie bauen zwar, aber bauen mit Holz. Ja. Stroh. Heu. Aber Vers 13, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird und welche Art des Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn man auf einem Blatt Papier Zitronensaft draufschreibt, dann sieht man nichts, aber wenn man es an Feuer dran hält, dann kommt auf einmal die Farbe. Ja, wir sehen zwar jetzt nichts, aber wenn wir vor dem Herrn gerichtet werden, dann wird alles offenbar werden. Es wird also gezeigt, mit was wir gebaut haben. Falls irgendeiner von uns genauso bleibt, wie er gebaut hat, dann wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Ja. Holz, Heu, Stroh wird verbrennen, aber Gold, Silber, kostbare Steine werden bleiben. Zurück zu Sprüche. Sprüche 24. Vers 3. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Also in Sprüche, durch die Weisheit wird das Haus gebaut. Durch die Weisheit ist was? Jesus. Also die Weisheit an sich ist Jesus. So steht in Jesaja Kapitel 9, Vers 5 geschrieben. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben.
Und die Herrschaft ruft auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Wer ist dieses Kind, das geboren ist? Wunderbarer, Ratgeber. Alles an Rat ist in Jesus. Wenn man also ein Haus baut, soll man auf Jesus das Haus bauen. Und in dieser Erde gibt es alles, was wir im Körper brauchen. Und in der Bibel ist ebenso alles drin, was wir für unser Glaubensleben brauchen. Und wir sollten nun unser Haus bauen. Und dieses Haus wird aber durch Weisheit gebaut. Und wenn es nicht getan wird, dann geht es eben nicht. Und weil eben in der Bibel alles drin ist, ist in Jesus alles drin. Und deswegen sollen wir das herausnehmen und auch nutzen. In Hiob, Hiob 28, Hiob 28, Vers 1. Denn für das Silber gibt es einen Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutert. Eisen wird aus dem Erdenstaub gewonnen und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Wo ist der Fundort der Einsicht? Das, was wir in unserem Glaubensleben brauchen, ist Weisheit, Einsicht. Und wenn wir in der Erde rumgraben, dann gibt es so viele Dinge, die man findet. Aber wo kommt die Weisheit her und wo ist der Fundort der Einsicht? Vers 13. Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Hiob 28 sagt uns etwas sehr, sehr Wichtiges. Wie wir nämlich die Weisheit finden, wird uns hier gesagt. Was sollen wir als erstes tun? Es wird uns der Weg gezeigt, wie wir zur Weisheit kommen. Denn das Silber gibt es einen Fundort und Gold einen Platz, wo man es läutert. Silber gibt es an einem Fundort und Gold hat auch einen Platz. Und wenn man Eisen braucht, dann geht man zu dem Erdenstaub und wenn man Gestein schmilzt, bekommt man Kupfer. Und so soll man die Weisheit bekommen. Und woher bekommt man die Weisheit? Mein Vater hat früher unter Tage gearbeitet. Ja, und also so gingen wir aber zugrunde. Ja, und man soll ja unter Tage dort graben, wo Kohle rauskommt. Aber überall, wo man gegraben hat, hat man so viele Schächte gegraben, aber da kam keine Kohle. Und unserer Familie ging es deswegen sehr schlecht. Aber wenn man Kohle braucht, dann muss man dorthin gehen, wo es halt Kohle gibt. Und wenn man Weisheit braucht, dann soll man erstmal die richtige Richtung einschlagen. Wo kann ich denn die Weisheit herbekommen? Bekomme ich das, weil ich viel lerne, viel Bildung auf dieser Welt bekomme? In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 20 geschrieben steht, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Nur weil man die Bücher dieser Welt liest, heißt es nicht, dass man wahrhaftig weise werden kann. Wo ist die wahre Weisheit? Das, was man nicht mal durch Gold eintauschen kann, etwas so Wertvolles, woher bekomme ich sie? Erstmal, es ist in Christus Jesus drin. Deswegen soll man erst die Richtung wechseln. Wenn man Gold will, muss man an den Goldort. Und wenn man Weisheit möchte, muss man zu Jesus. Kolosser Kapitel 2.
Kolosser Kapitel 2, Vers 3. Kolosser Kapitel 2, Vers 3. In welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. In Jesus sind alle Schätze der Weisheit, der Erkenntnis verborgen. Alle. In Jesus ist alles. Zuerst, weil Jesus die Weisheit selbst ist, sollen wir die Weisheit zu Jesus einmal wenden. Und in Jesus ist die Weisheit. Und wenn wir in Jesus hineinkommen, dann gibt es die Errettung, die ewige Erlösung. Und weil wir in Jesus drin sind, gibt es den Wachstum im Glauben. Und alles ist da drin. Wo ist die Weisheit? Ich muss den Fokus auf die Bibel haben, weil die Bibel ist die Weisheit. Psalm 119. Psalm 119, Vers 24. Vers 24. Ja, deine Zeugnisse sind meine Freude. Sie sind mein Ratgeber. Die Bibel ist mein Ratgeber. Danach, Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich ersinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Vers 103. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Vorerst, wenn man Gold sucht, zur Goldmine muss, müssen wir zu Jesus, wenn wir die Weisheit wollen. Um das Glaubenshaus richtig zu bauen, brauchen wir die wahre Weisheit. Und woher bekommen wir sie? In Jesus. Weil es eben alles in der Bibel drinsteht, müssen wir in die Bibel hineintauchen. Aber schaut mal. Vor der Goldmine, wenn man nicht gräbt, dann wird's nicht mein. Wenn in Jesus alles ist, in der Bibel alles ist, wenn ich nicht dort hinein möchte, nicht den Willen habe, es zu suchen, dann wird es nicht meins werden. Jemand kommt bis vor Jesus, aber er sucht nicht, er verlangt nicht. Er kommt vor die Bibel, aber er hat nicht den Willen zu suchen, dann wird es nicht ihm gehören. Man braucht also den Willen, danach zu suchen. Jeden Sonntag, jeden Mittwoch lernen wir das Wort. Ja, eigentlich sollten wir jeden Monat einmal so ein Quiz machen. Ja, dann lernen wir ganz fleißig und dann wird es wirklich meins in mir. Aber das tun wir nicht. Deswegen haben wir keine Kraft. Deswegen Hiob 28. Hier steht über den Weg der Weisheit geschrieben, Kapitel 28. Vers 3. Man macht der Finsternis ein Ende und forscht alles vollkommen aus, selbst das Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt. Eine Schacht bricht man auf von da aus, wo man wohnt, wie vergessen, ohne ihren Fuß aufzusetzen, baumeln und schwanken sie weit weg von den Menschen. Um Gold oder Silber zu kriegen, gehen die Menschen wie in Vers 4, einen Schacht bricht man auf, von da aus, wo man wohnt. Ja, von da aus, wo man wohnt. Man geht also ganz weit weg. Wie vergessen, ohne ihren Fuß auszusetzen. Ja. Bohren sie ganz so tief, dass ihre Füße baumeln.
schwanken sie, weil sie weg von den Menschen, weit weg von den Menschen. Ja, sie gehen dort runter und leiden also. Gold und Silber, um das zu bekommen, egal wie weit es ist, geht man hinterher. Deswegen investiert man Zeit und auch sein Hab und Gut. Wir, wenn wir die Weisheit bekommen möchten, brauchen wir was? Zeit und Mühe investieren. Weit weg von den Menschen. Ja? Die Menschen von Israel haben, um Weisheit zu bekommen, sind sie jedes Mal einmal im Jahr, dreimal im Jahr nach Jerusalem gegangen. Dreimal im Jahr sind sie hochgegangen. Ja, und es war auch weit weg. Und warum haben sie sich dort versammelt? Weil sie das, was sie wissen wollten, eben herausfinden wollten. Ja, also in das Haus des Herrn sind sie hochgegangen, auch wenn es weit weg war. Und die Königin von Äthiopien ist sogar bis nach Salomo, bis nach Jerusalem gegangen. Es war so weit weg. Warum ist sie wohl weggegangen? Und sie sind also von ganz weit weggekommen, um Jesus zu anzubeten, die Weisen vom Morgenland. Sommerversammlung. Warum gehen wir in die Sommerversammlung? Damit wir, indem wir uns dort versammeln, zusammen das Heilige lernen. Ja? Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die können nicht dorthin, weil es so weit weg ist. Es gibt aber in Mongolei zum Beispiel Leute, die 50 Stunden fahren. In Russland, von Vladivostok bis nach Moskau, 3 Tage im Zug sind sie. Ja. Wie lange brauchen wir? Ja. Weit weg von den Menschen. Man macht das, um Gold und Silber zu bekommen. Ja, aber wenn wir das Heilige bekommen möchten, brauchen wir auch die Mühe. Ja. In Vers 4 steht, ein Schacht bricht man auf, von da aus, wo man wohnt. Wenn man aber denkt, okay, ich kenne die Bibel nicht so gut, dann sollte ich von Anfang an anfangen, mal zu lernen, zu lesen, im ersten Buch Mose einmal durchzulesen. Oder wenn ich nicht zu mir komme, dann sollte ich einmal zur Offenbarung durchlesen, damit ich klarkomme. Ja, und ich sollte eigentlich wirklich viel Zeit darin investieren. Aber im Bibellesen investiere ich so wenig Zeit. Aber ich erwarte, dass ich viel lerne. Christus sind viele Dinge, viele Schätze versteckt. Als ich errettet wurde, wurde ich errettet, weil ich so viel, so sehr danach gesucht habe. Und man lernt es nicht, weil es einfach so gemacht wird. Vers 9.
Der Mensch streckt seine Hand nach dem Felsengestein aus, wühlt die Berge um von Grund auf. Er treibt Stollen in die Felsen und sein Auge erfasst alles, was kostbar ist. Wie hier geschrieben steht, der Mensch streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, ja, um einen Stein umzuwerfen, ja, braucht man sehr viel. Und man muss Dinge tun, die andere nicht tun können. Ja, so viel Mühe müssen wir uns geben, als würden wir den Felsgestein durchbohren zu wollen, um Menschen zu retten. Und derjenige, der in seinem Glaubensleben wirklich der muss diesen Willen haben, für den Herrn leben zu wollen. Und nur so, funktioniert es. Denn es gibt Leute, die sind so lange schon im Glaubensleben, aber das verändert sich nicht. Wenn aber das Herz nicht sich ändert, dann kann man es auch nicht verstehen. Und um das Reich Gottes zu bauen, braucht man unbedingt die Weisheit Gottes. Kapitel 28, Vers 3: Man macht der Finsternis ein Ende und forscht alles vollkommen aus, selbst das Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt. Einen Schacht bricht man auf, von da aus, wo man wohnt. Wir vergessen ohne ihren Fuß aufzusetzen. Ja, wir sollen unser Haus mit Gold bauen. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 4 steht geschrieben, was ist der Edelstein? Der Glauben. Was ist wie Gold, indem man durch den Glauben errettet wird, durch den Glauben sein Leben durchkämpft, das Wort festhält und sein Leben lebt? Das ist das wahre Gold. Und deswegen ist es so wichtig, sein Glaubensleben zu bewahren. Und in 1. Petrus wird das Silber mit dem Blut Jesu Christi verglichen. Denn ihr seid nicht errettet durch vergängliche Dinge, sondern durch das unvergängliche Blut Jesu Christi. Was bleibt uns dann übrig? Indem wir nämlich verstehen, was für eine Bedeutung dieses Silber hat, diese Gnade hat. Damit, auch wenn ein Feuer kommt, etwas übrig bleibt, weil wir eben unser Bestes geben für das Glaubensleben. Und Jesus wird ja auch ein Schatz genannt und auch die Heiligen. 2. Petrus Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Man dachte, Jesus ist wertlos, man hat ihn einfach weggeworfen, aber dann hat man gemerkt, dass er innen drin ein Schatz ist. Ein kostbarer Schatz. Und Jesus ist auch ein lebendiger Stein geworden. Also ist ein lebendiger Stein und
Er war also ein Schatz, man hat es aber den Wert vorher nicht gesehen. Und man soll das Haus also bauen mit einem Edelstein, mit Schätzen, ja, Gold, Silber. Und in den Heiligen ist der Heilige Geist. Und deswegen sollen wir das ewige Haus auch bauen. Zurück zu Sprüche Kapitel 24. Indem man in Weisheit bauen soll, wird uns was Wichtiges gesagt. Vers 4. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit allerlei kostbaren und lieblichen Gut. Mit allerlei kostbaren und lieblichen Gut. Was ist es wohl? In den Augen Gottes. Die kostbaren und lieblichen Gut. Was ist das wohl? Jesus ist ein Schatz. Und die Heiligen auch. Aber es gibt nichts, keinen größeren Schatz als der Geist, die Seele. Aus diesem Grund lernt man dann, dass die Seele des Menschen so wichtig ist, so wertvoll ist. Und einer, der wirklich weise ist, ist derjenige, der den Geist errettet. Kapitel 24, Vers 11. Räte, die zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, welcher die Herzen prüft, es erkennen und der auf seine Seele Acht hat, wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun? Christen sind errettet, um zu erretten. Das hat William Booth gesagt. Ja. Und wir sind errettet, um errettet zu werden. Ja. Und derjenige, der Weisheit hat, wird auch leuchten wie die Sterne immer und ewiglich. Die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Ja, und indem man Weisheit bauen soll, was ist denn die wahre Weisheit? Jesus zu erkennen. Ja, und wie will man dann das Haus bauen? Durch den Geist. Nämlich den Menschen zu erretten, das ist das Wichtigste. Es gab ja in Chile Menschen, die unter Tage eingesperrt waren. Ja? Wie wichtig ist es denn, einen Menschen zu erretten, der im Tod ist? Also Schindler war einer, der gesehen hat, wie die Juden alle sterben, und sie taten ihm so leid, dass er sie retten wollte. Er rette die, die zum Tod geführt werden. Ja, was ist damit denn gemeint? Sprüche Kapitel 7, Vers 27. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Hier, ihr Haus, das Haus der Hure, ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Ja, damit ist der zweite Tod, die Hölle, gemeint. In Sprüche steht oft der Tod geschrieben, damit ist aber die Hölle gemeint. Deswegen, errette. Deswegen steht ja geschrieben, der hinabführt zu den Kammern des Todes.
Und da dachte ich mir vielleicht, ob es so ist, dass in der Hölle jeder sein Zimmer hat, in dem er leiden muss. Deswegen errette die zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. In Lukas 16 steht auch über den Reichen und Lazarus geschrieben. Der Reiche ist gestorben und ist in die Hölle gefallen. Und Lazarus aber sofort in den Himmel, ins Paradies. Gott lügt nicht. Wenn Gott sagt, er liebt uns, dann liebt er uns. Wenn Gott uns sagt, er wird uns helfen, dann hilft er uns. Und derjenige, der nicht errettet ist, der wird in den zweiten Tod in die Hölle fallen, dann ist das die Wahrheit. Es gibt wirklich Leute, die in den Tod geführt werden. Errette die zum Tod geschleppt werden und halte die zurück, die zur Schlachtbank wanken. William Booth hat gesagt, wenn ein Christ in die Hölle kommt und wirklich die Hölle einmal erlebt, würde jeder ein Missionar werden. Jeder würde den Fokus auf die Missionierung legen. Ja, und wie wichtig ist das denn? Jemand hat gefragt, was denkst du über die sieben Posaunen? Und er sagte, wie viele Kinder hast du? Ich habe sieben. Sind die errettet? Weiß ich nicht. Was ist wichtiger, die sieben Posaunen oder die sieben Kinder, die errettet werden sollen? Wenn die Kinder in die Hölle kommen, dann sind die sieben Posaunen auch nicht mehr wichtig. Es ist doch viel wichtiger, dass die Kinder errettet werden, oder nicht? Wenn wir die Bibel richtig lernen, dann ist der Fokus das Wichtigste, nämlich den Fokus auf das Erretten der Menschen zu legen. Jemand sagt, oh, ich konnte nur einen Menschen zum Himmel führen. Ja? Aber wenn man angelt, da gibt es Leute, die fischen kleine Fische ihr Leben lang, aber es gibt auch einen, der hat einen ganz großen im Leben. Auch wenn man, egal was man viele Kleinigkeiten im Leben tut, wenn man einen Menschen errettet, ist das das größte Werk, das man tun kann. Es gibt nichts Wichtigeres als das. Was ist das Weise? Nicht sich zu fragen, wie kann ich die Schätze sammeln? Nämlich, indem ich die Menschen errette, die zum Tod geschleppt werden. Wenn ich sie nicht errette, dann verschließe ich doch die Tür zum Himmel. Durch mich müssen Menschen errettet werden. Auch der Grund für die Sommerversammlung ist, damit wir unser Zimmer, unseren Geist erfüllen mit den Schätzen. Die Sommerversammlung, wenn wir da unser Herz geben und möglichst viele Menschen erretten, das ist der Wille Gottes. Und das ist auch das weiseste Leben, was wir führen können. Errette, die zum Tod geschleppt werden und sie zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Wenn du sagen wolltest, siehe, wir haben das nicht gewusst, wird nicht der, welcher die Herzen prüft, es erkennen und der auf deine Seele Acht hat, es wahrnehmen und dem Menschen vergelten nach seinem Tun. Der auf dein Herzen prüft, der auf die Seele Acht hat, er beschützt uns doch. Du bist doch errettet. Aber dass deine Mitmenschen nicht errettet sind und in die Hölle kommen, kannst du da einfach stillschweigen? Die sollen wir retten. Und aus dem Grund sollten wir unser Hab und Gut auch dafür nutzen. Bestechungsgeschenke ist ja eigentlich nichts Gutes. Aber seine Güter richtig zu nutzen, um Menschen zu missionieren, ja, weil es das Herz lockert, die Zeit auch investiert,
dann sollten wir wirklich übertreiben, auch manchmal da rein. Ja, investieren. Weil der Mensch verändert sich, wenn er dort ist, am Seminargelände. Deswegen sollten wir wirklich mit aktivem Herzen das tun. Und wenn wir das tun, und wenn wir dann vor dem Richterstuhl Gottes stehen, wenn das Feuer vorbeigeht, dann wird alles, was wir getan haben für die Errettung der Seelen, in Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Wir wollen gemeinsam beten. Erbarmvoller Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns mit deinem wertvollen Blut errettet hast. Du hast und gib uns bitte das Herz, wirklich aktiv den Menschen erretten zu wollen, und lass uns erkennen, wie wichtig es ist, den Menschen zu erretten. Hilf uns, dass wir unsere Familie, Freunde, Verwandte, Bekannte in deine Arme führen können. Bitte hilf uns dabei, und auch die weitere Sommerversammlung, bitte sei bei ihnen. Und dies alles haben wir gebetet im heiligen Namen Jesu Christus, unseres Retters. Amen.